So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13, der Karrieremodus mit den FC Bayern München. Im letzten Spiel knapp den Paul. Wen haben wir dort besiegt? Den Eintracht Frankfurt, stimmt, im eigenen Stadion. Und jetzt kommt Leverkusen zu uns und die wollen wir natürlich auch schlagen. Um zu Dortmund dort oben aufzuschließen wieder und ja. Ich sehe aber gerade, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, direkt aufzuschließen, sondern bloß auf einen Punkt ranzukommen. Heißt, sie haben einen Punkt mehr noch als wir trotzdem, egal was jetzt passiert. Aber ja, es ist noch viel, viel, viel Zeit. Erstmal 11 Spiele, es gibt ja 34 Spiele, mein Gott. Ja, wie das steht jetzt irgendwie schon seit meinem ersten Let's Play da, dass der Heimweh hat, der Milito, Pfeife. Aber gut. So, eigentlich könnten wir jetzt mal was zum Leverkusen sagen hier. Viereck ein bisschen drücken, bis das wieder kommt. Das ist immer doof, das dauert immer ewig. Wollen wir den Trainer was sagen oder wollen wir mal einen Spieler was sagen? Jemanden motivieren mal wieder. Form 6-3 mal die tiefste Form raussuchen da. Ich glaube, das ist sogar Franck Ribéry, den loben wir jetzt mal. Oder motivieren ihn. Und dann hoffen wir, dass er mal wieder Vollgas spielen kann. Holger Badstuber wäre wieder fit. Ja. Können wir ja mal auf die Bank mitnehmen. Holger Badstuber. Beziehungsweise da es ja nicht unbedingt immer so gut klappt hat mit Dante und Boateng, beziehungsweise von Beuthen vielleicht auch mal spielen lassen, Badstuber. Das passt. Wir gucken mal rein. Dante und Hummels, tut mir leid. Gar nicht mehr an den Hummels gedacht. Dann gönnen wir doch dem Dante mal eine Pause. Und bringen dafür doch mal den Badstuber. So, und dann bringen wir niemand anders mehr. Wir spielen jetzt so wieder altbewährt, hält am längsten. Oder wie auch immer das geht. Ja, ja. Jetzt wieder hier unsere super mega geilen Spiele. Also in meinen Augen hätten die Minispiele, ja gut, vielleicht am Anfang ganz lustig, aber irgendwann gehen die auch im Sack. Hätte man weglassen können und dafür ein bisschen mehr Zeit in etwas anderes investieren. Aber gut, Geschmackssache. Das lasse ich euch natürlich wieder hier hin abschütteln. Dies, das, jenes. Hoffentlich geht dieser Schuss nicht nach hinten los. Na, da warten wir mal ab, was die Ansgar von Hohenstein. Ist Ansgar ein deutscher Name? Ja, dann kommt, das ist ja schon was älter auf alle Fälle. Der Name. Hört sich irgendwie so leicht türkisch an. Kann auch gut sein, dass es deutscher ist. Ansgar. Ansgar hätte ich jetzt. Keine Ahnung. Nein! Das hätte jetzt genauso gut Elfmeter geben können und unser Spiel wieder von vornherein zerstören können. Jetzt aber gleich mal gut durchgesetzt. Da kann der Pass rüberkommen. Oh! Meine Fresse. Schwach. Schön gespielt, er konnte eigentlich und dann schwach zu Ende gebracht. Schade, schade drum. Auf dessen Besonnenheit könne man sich nicht immer verlassen, wenn es heiß hergeht. Aber gut. Sehr schlicht formuliert. Nein, Robben, was machst du denn? Siehst du, dass er einen Schritt hintergeht? Einwurf jetzt. Und gleich mal. Nicht mit dem Kopf. Und da steht er ganz frei.
Lahm, Lahm, Lahm. Ja, auch der trifft das Tor nicht. Schade, schade, schade. Aber das muss wohl so sein. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ribéry, seine große Liebe, das ist der Ball. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Ah! Oh. Den haben Sie gut eingestellt. Soll denn das? Aber Perdu. Bastian Schweinsteiger, er will die Kugel. Arjen Robben im Ballbesitz. Ja, da fehlt schon wieder die Idee. Die Idee von mir und die Idee von denen, die laufen sollen. Die Laufwege sind wieder ein bisschen, haben was abgenommen. So. Gut. Wenigstens das ist geglückt. Der hat den auch scharf hoch nach oben reingeben können. Aber nach vorne funktioniert gar nichts. Im Moment. Ja, ein bisschen mit Doppelpass spielen hier. Dann sieht das Ganze doch schon ganz passabel aus, auf alle Fälle. Flanke rein. Ja, die kam ein bisschen in den Rücken. Klasse geklärt, auf alle Fälle. Und den Ball sogar behauptet. So. Schön erstmal an diesem Spieler da vorbei. Jetzt kann die Flanke kommen. Und nächste Torchance. Wieder hält er den Ball. Ja. Das war jetzt mal eigentlich ganz sauber gespielt. Vielleicht nicht optimal, aber. Ribéry läuft da mal rein. Versucht's. Und das ist. Franck Ribéry mit einem Traumtor. Meldet sich zurück, nachdem wir ihn motiviert haben. Was ein Ding. Der ging schön oben rein. Also 1-0, 34. Minute für den FC Bayern München. Toll. Und das macht er richtig gut. Toll, toll, toll. Solidarität und Liebe unter den Menschen, sie helfen ihm. Vielleicht gleich das 2-0 noch nachlegen. Ah, wieso läuft er da nicht weiter nach unten? Das kann ich da manchmal nicht verstehen, die Laufwege. Zeigen mir an, dass sie nach unten laufen wollen und dann auf einmal laufen sie doch nach oben weg. Richtung Gegenspieler, das ist irgendwie ein bisschen Blödsinn. Er fällt jetzt nicht hin, er bleibt auf den Beinen. Ja, so kann es weitergehen. Oh. Gut, das war jetzt mal Glück. Im Unglück. Auch das gehört dazu. Schade. Und das ist erstmal Halbzeit. Der FC Bayern führt zu Hause gegen VfL, wollte ich gerade sagen. Gegen Leverkusen mit 1-0. Torschuss des Franck Ribéry mit diesem schönen Tor. Auf jeden Fall. Aber es ist doch recht ausgeglichen. Spiel, die hatten einige Chancen. Vielleicht auch den Elfmeter hätte man auch geben müssen eigentlich, sag ich jetzt. Wo ich es gerade nochmal gesehen habe. Aber gut, wir haben natürlich auch ein paar gute, klare Torchancen gehabt. Leider nicht genutzt. Aber jetzt. Wunderschön gespielt auf Robben. Und der macht es. Das ist nicht schwer für ihn. Und ich habe hier noch einen neuen Torjubel, den ich euch zeigen möchte. Erstmal schön den Rasen küssen. Fällt mir gerade noch so ein. Den habe ich nämlich freigeschaltet mit meinen Punkten. Aber so schön ist er jetzt nur auch nicht. Einfach neu. Also kann man den auch mal machen. Und es war ja auch ein recht wichtiges Tor. Das 2-0 für den FC Bayern München.
Gut, wenigstens kämpft er noch um den Ball und vermeidet wieder einen Konter. Oh, das ist aber abseits. Oder auch nicht. Da ist der Anschlusstreffer wieder. Jedes Mal, wenn er irgendwo abfälscht gegen den Computer, dann fällt er immer den Computer gegen auf die Füße. Immer. Verstehe ich nicht, wenn uns das passiert, da fällt er uns nie vor die Füße. Aber gut, es war natürlich dumm, da mit einer Grätsche anzukommen und ja, dann vorbei zu grätschen und dem natürlich dann eine Menge Platz zu gewähren. Mein Gott, ist das wieder eng. Und da ist er. Da ist er wieder. Iron Robben macht es. Oh, guckt euch das an. Ich kann hier meinen Ball noch spielen. Ey! 11 Meter muss noch weggehen. Ne, da ist es. Das 3:1. Wunderschön. Wieder mal Fernschuss. Robbens Lieblingsposition habe ich da irgendwie rausgearbeitet. Mit dem Schirm im linken. Die macht er grundsätzlich ja rein. Vielleicht heute nicht mehr so wie zu Anfangszeiten, aber es ist geglückt, 3:1. Und ja, das ist doch erstmal wieder gut. So, eigentlich könnten wir gleich nochmal wechseln, wenn der Ball nochmal ruhig liegt. Wenn der Ball nochmal ruhig liegt. Simon Rolfes. Ah ja Gott, wieder daneben gerutscht. Noch einen Anschlusstreffer brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ein Gegentor reicht pro Spiel. Ja, und falls können wir immer noch sagen, wir wollten uns schon für die Champions League. Die ja demnächst dann ansteht gegen Ajax Amsterdam. Ich muss da nochmal reinschauen, wie die genaue Lage jetzt aussieht, aber ich glaube, wir stehen ganz gut da. Nach dem Sieg gegen RSC Anderlecht. Ach du Scheiße, da haben die wirklich nochmal Anschlusstreffer geschossen. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Gut, dann wechseln wir jetzt nochmal aus. Schweinsteiger, der ist am Boden, langsam. Da kann Luis Gustavo mal spielen, dann kann Shaqiri wieder reinkommen für Ribéry. Und Gomez geben wir auch mal eine Pause für Pizarro noch. Und da war es das mit den drei Auswechslungen, die uns bleiben. Ja, da wird es noch angekündigt. Schweinsteiger, du hast ja auch mal eine Pause verdient. Ist das schon in Ordnung? Ach, du darfst das mal. Und dann versuchen wir es doch. 75. Minute mittlerweile. Oh! Also da kann man auch auf Meter geben. So mich am Schuss zu hindern. So, jetzt nochmal stürmen mit den neuen Spielern. Mit zum Beispiel Shaqiri. Oh, da legt er sich den Klasse vorbei. Hat die Schusschance. Nutzt sie nicht, aber Pizarro nachdrücken. Wieder ein Joker-Tor. 4:2. Bin ich auf jeden Fall froh, dass wir immer gleich nachlegen mit einem Tor. Nicht, dass die da noch irgendwie Chancen haben auf ein Unentschieden. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Oh, und Robben macht das wieder klasse da. Nimmt sich irgendwie den Ball erstmal mit. Gut. Das war jetzt zu viel gespielt. Da auf engstem Raum. Das war fahrlässig. Sehr fahrlässig.
Jetzt haben die wieder ihre dritte Chance und nutzen die wahrscheinlich zum dritten Mal auch. Oh. Ja, das ist manchmal schwach, was ich da hinten zeige. Klasse. Weltklasse gespielt. Nein! Nein! Ja, und dann eine ganz schwache Idee von mir. Ich habe gedacht, der spielt ihn direkt schön rüber. Und er kann ihn bloß noch einköpfen. Macht er aber nicht. Somit Navid viel zu weit nach außen gedrängt. Trifft bloß den Pfosten, aber okay. Es wäre es 5-2 gewesen, jetzt ist es halt 4-2. Und wir schließen bei Dortmund wieder auf. Beziehungsweise hängen jetzt hinten dran mit einem Punkt. Und ist ja schon mal was. Auf jeden Fall. So. Jetzt kann das auch mal fertig geladen haben. Und jetzt schauen wir noch zusammen. Ja, ja. Also ob das Bartstubers Verdienst ist, dass wir da gewonnen haben, ist es nämlich nicht. Jetzt gucken wir nochmal da rein. Genau, wir haben aufgeschlossen. Nicht aufgeschlossen. Aufgeschlossen wäre es, wenn wir gleich Punktzahl hätten. Nein, wir haben nachgezogen, sagen wir so. Und sind ein Punkt hinter Dortmund jetzt dran. Immer noch ungeschlagen. 30 zu 10 Tore. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir nochmal Champions Cup rein. Gruppentabelle, so. Wir wollen jetzt bloß Bayern sehen, den Rest kennt ihr, das habe ich ja schon mal vorgelesen, alles. Genau, wir haben 9 Punkte nach 4 Spielen. Zusammen mit RSC Anderlecht, da wir auch mal gegen RSC Anderlecht das erste Spiel verloren haben. Und die gegen uns auch verloren haben. Die anderen beiden haben wir jedes Mal besiegt. Und jetzt kommt nur Ajax. Gut, gegen Ajax müssen wir nochmal gewinnen. Aber wenn wir gegen Ajax gewonnen haben, sind wir durch. Aber noch nicht als Gruppenerster. Je nachdem, wie erst die Anderlecht spielt. Heißt, wir müssen da doch noch 2 Spiele gewinnen. Auf jeden Fall. Das wäre wichtig. Um Gruppenerster auch weiterzukommen, weil hier auf Gruppenzweiten Plätzen, ja, da sind nicht so viel gute. Oh, doch, Barcelona, wenn das so bleibt da. Beziehungsweise, ich fände es ja geil, wenn Barcelona da mal ausscheidet und dann Red Bull Salzburg da weiterkommt. Das wäre natürlich tipptopp. Ich möchte mal gucken, gegen wen die da alles verloren haben. Kann man das irgendwie schauen? Kann man. Genau, 4-0 gegen Ajax. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo Barcelona steht. Da 1-1 gegen Zenit. Auf jeden Fall einmal. Und da müssen die ja noch irgendwo mal verloren haben. Wo ist Barcelona das nächste Mal? Ich sehe es gerade nicht. Entweder ich bin blind oder ich sehe es nicht. Mein Gott, meine Augen. Wo ist da? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Hier ist Barcelona gegen Montpellier. Haben sie 3-0 gewonnen. Aber irgendwo dazwischen muss doch nochmal Barcelona sein. Das war das 1-1. Ne, da waren aber bloß 2 Spiele. Ach, hier geht's auch schon los. Es gab im September schon 2 Spiele. Ach, da ist auch die Niederlage gegen RSC Anderlecht. Stimmt. Barcelona 3-0 gegen Montpellier. Müsste ja dann nochmal ein Spiel kommen von denen.
Ach Gott, das Gesuche da, das Gesuche, das ist ja unglaublich. Hier müssen sie jetzt nochmal ein zweites Mal stehen, der unteren Liste. Gegen Red Bull Salzburg haben die 1-0 verloren. Unglaublich, aber wahr. Der FC Barcelona hat da verloren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Ja, auf jeden Fall, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ist bald die 20. Folge, ist glaube ich sogar schon die 20. Folge, die hier ist möglich, glaube ich. Und auf zu den nächsten 20 Folgen. Ne, Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal und bis bald, euer Arzt Joker. Tschüss.